Aufnehmen und Abspielen von Sprachnachrichten. Systemsprachnachrichten können in das V2 GSM einprogrammiert werden, um den Benutzer über ein potenzielles Risiko zu informieren. Versichern Sie sich, dass Sie sich im Errichtermenü befinden und geben Sie 100 ein. Drücken Sie die Häkchentaste. Drücken Sie die Häkchentaste, um eine Nachricht für einen niedrigen Batteriestatus abzuspielen, aufzunehmen oder zu löschen. Wenn diese Nachricht programmiert ist, wird diese gesendet, wenn der Batteriestatus unter 11,5 Volt fällt. Oder drücken Sie die Abwärtstaste, um eine batteriewiederhergestellte Nachricht zu programmieren. Dies wird eine Nachricht senden, wenn eine Batterie wieder verbunden oder aufgeladen wurde. Drücken Sie die Häkchentaste, um auf diese Funktion zuzugreifen. Oder drücken Sie die Abwärtspfeiltaste, um eine Testsprachnachricht zu programmieren. Diese Funktion sendet eine Testsprachnachricht nach einem voreingestellten Zeitraum. Drücken Sie die Häkchentaste, um auf diese Funktion zuzugreifen. Oder drücken Sie die Abwärtspfeiltaste, um eine Jamming-Nachricht zu programmieren. Diese wird gesendet, wenn ein Jamming-Signal auftritt. Drücken Sie die Häkchentaste, um auf diese Funktion zuzugreifen. Oder drücken Sie die Abwärtspfeiltaste, um eine Jamming-Wiederherstellungsnachricht zu programmieren. Diese wird eine Sprachnachricht senden, wenn das Jamming-Signal wiederhergestellt wird. Drücken Sie die Häkchentaste, um auf diese Funktion zuzugreifen. Drücken Sie die Häkchentaste, um auf eine der Funktionen zuzugreifen. Hier können Sie Nachrichten abspielen, aufnehmen oder löschen. Drücken Sie 1, um eine bereits bestehende Nachricht abzuspielen. Das Display wird die Nachricht "Keine Nachrichten" anzeigen, sollte noch keine Nachricht vorhanden sein. Oder drücken Sie 4, um eine neue Nachricht aufzunehmen. Sprechen Sie klar in das Mikrofon und drücken Sie die X-Taste, wenn Sie fertig sind. Oder drücken Sie 9, um die Nachricht zu löschen. Drücken Sie wiederholt die X-Taste, um die Funktion zu verlassen.